Jungs, wie sieht's aus? Habt ihr Lust auf eine richtig schöne, stimmungsvolle Strandparty? Mit Schlagerhits für den perfekten Urlaubsmoment? Ja. Also mit euch am Strand, mit Sonne und Meer und vielen, vielen Stars. Genau das meine ich. Da sind wir dabei. Na dann, auf nach Mallorca! Freuen Sie sich jetzt auf die Club 3 Strandparty von der wunderschönen Insel Mallorca. Träumen Sie sich in den Urlaub mit Beatrice Egli, Maite Kelly, Nino D'Angelo, den Höhnern, Alvaro Soler und vielen, vielen mehr. Und hier sind Ihre Reiseleiter. Hier sind Club 3. Heute Nacht wirst du in die Versuchung sein. Keine Angst, trink einfach noch einen Wein. Und dann binde mir die Augen zu. Ich vertrau dir, es gibt kein Tabu. Nur bei dir lass ich mich wirklich fallen. Bis zum Wahnsinn. Mach mit mir, was du willst. Zeig mir alles, was du fühlst. Du schaffst das schon. Ist das nicht schön? Das ist doch ein Traum. Wahnsinn. Vielen herzlichen Dank. Schön, dass Sie alle mitfeiern. Ja, und ganz egal, ob hier auf der Insel oder bei Ihnen zu Hause, wir wollen heute Abend einfach gemeinsam einen richtig perfekten, schönen Urlaubstag erleben, oder? Ja, stimmt. Ja, und viele, viele Stars sind mit dabei heute Abend. Ja, genau. Und eine ist noch unterwegs. Ach so. Eine ist noch unterwegs, ja. Das stimmt. Und zwar da draußen auf dem Meer.
mit einem Schnellboot ist ein ganz besonderer Gast heute Abend unterwegs. Er ist heute Abend sozusagen unser Geheimagent in Sachen Schlager. Der Mann mit der Lizenz zum Feiern. Und ich kann Ihnen versprechen, wenn er heute Abend hier auf der Bühne stehen wird, dann kennt die Stimmung keine Grenzen mehr. Da bin ich mir sicher. Ja, wir hoffen allerdings, dass er es pünktlich hierher zu uns schafft. Ja? Zumindest unser erster Star ist schon mal da, Flo. Ja, und was für ein Star? Ja, sie hat Lebensfreude, sie hat Temperament, sie hat Feuer. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wir drei, wir fühlen uns federleicht mit Beatrice Egli! Die Träume werden wahr, live bei mir, live bei mir. Das mit uns ist kaum zu glauben, wie ein Liebeslied. Was passiert mit mir? Ich bin die glücklichste Frau der Welt, nur wegen dir. In deinen Armen fühl ich mich so federleicht. In schweren Tagen führst du durch die Regenzeit. In deinen Armen fühl ich mich so federleicht. Eine Geschichte, wie sie nur das Leben schreibt. So federleicht, federleicht, so federleicht. Hallo Beatrice, schön, dass du mit uns hier auf Mallorca feierst. Ich freue mich auch. Wir freuen uns echt sehr. Und ich habe gehört, du hattest heute schon einen spannenden Tag. Du warst heute schon Parasailing. Ja, zum allerersten Mal. Also ich bin auch zum ersten Mal hier in Mallorca. Wirklich? Ja. Eine Schweizerin? Ja. Sehr schön. Die Schweizerin hat es mal geschafft nach Mallorca. Und dann gleich mit Parasailing. Es war wunderschön. Wie konntest du die Aussicht ein bisschen genießen? Es war federleicht. Ich wurde einfach so hoch mit dem Wind getrieben und habe die Aussicht über die ganze Insel genossen. Sehr schön. Also so soll es ja sein. Im Urlaub ein bisschen entspannen, genießen, das ist gut. Ja, ja? So stelle ich mir Urlaub vor. Ich mache selten Urlaub, aber so stelle ich mir vor. Na, umso schöner, dass du jetzt hier bist und du das ein bisschen genießen konntest. Und ich finde ja, zu einem perfekten Urlaub gehört auch so ein romantischer Sommerabend. Was meinst du?
Ja, dafür braucht es romantische Männer. Ja, die haben wir. Die haben wir? Ja, und wir haben auch, ich glaube, das perfekte Lied für so einen romantischen Abend, oder? Oh ja, das haben wir. Also haben Jan, wir Christoph, kommt doch schon mal dazu. Ah, die schönen romantischen Männer. Du hast mich gesucht? Ja, wir haben dich gesucht. Ich suchte so schon lange. Aber pass auf, Beatrice, es wird noch besser. Wir holen noch ein paar Männer dazu. Wir holen uns noch Unterstützung. Nicht genug. Denn diese Jungs können ebenfalls so richtig leidenschaftlich singen. Nämlich Jörn Schlinvogt und Ben Zucker. Herzlich willkommen bei uns. Schön, dass ihr da seid. Und ich würde sagen, jetzt singen wir alle gemeinsam einen Kultschlager, den jeder mitsingen kann. Seid ihr bereit? Okay, 1000 Mal berührt. Los geht's! Du wolltest dir bloß den Arm vertreiben und ich gerade allein gehen und riefst bei mir an. Wir waren nur Freunde und wollten's auch bleiben. Ich dachte nicht im Traum, dass was passieren kann. Ich weiß nicht, wie ewig wir zwei uns schon kennen. Deine Eltern sind mit meinen damals Kegel gefahren. Wir blieben zu Haus, du schliefst ein vom Fernsehen. Nun waren wir Geschwister in all den Jahren. 1000 Mal berührt, 1000 Mal ist nichts passiert. 1001 Nacht. Und es hat zugemacht. Erinnerst du dich, wir haben Indianer gespielt und unseren Fasching in die Büsche versteckt. Was war eigentlich los? Wir haben nie was gefühlt. So eng nebeneinander und doch gar nicht gecheckt. War alles ganz logisch, wir kennen uns zu lange. Als das aus uns noch mal irgendwas wird. Du wirst wie mein Haar riecht und die silberne Spange. Hast mich doch schon 1000 Mal beim Tanzen berührt. 1000 Mal berührt, 1000 Mal ist nichts passiert. 1001 Nacht und es hat zugemacht. Und wenn ich dir oft von mein Problem erzählt hab, hätt ich nie geahnt, du wärst der Schlüssel dazu. Doch so aufgewühlt hab ich dich nie gesehen. Du liegst neben mir und ich schäm mich fast dabei. Was war das passiert? Wir wollten tanzen gehen. Alles war so vertraut und jetzt ist alles neu. Jetzt ist alles neu. 1000 Mal berührt. 1000 Mal ist nichts passiert. 1001 Nacht. Und es hat zugemacht. 1000 Mal berührt. 1000 Mal ist nichts passiert. 1001 Nacht. Und es hat zugemacht. 1000 Mal berührt. 1000 Mal ist nichts passiert. 1001 Nacht. Und es hat zugemacht. Was für eine tolle Stimmung. Mein Gott. Also ich muss sagen, ich bin echt ganz schön happy. Ihr seid alle ziemlich textsicher, habe ich mir da gerade so gedacht. Woher kommst du? Aus Wuppertal. Aus Wuppertal, deswegen so textsicher. Sehr gut. Also mir kommt so ein bisschen vor, als würde ganz Deutschland hier mit uns auf Mallorca feiern. Wuppertalhammer, wo kommst du her? Aachen. Aus Aachen. Aus Aachen. Auch eine sehr gute Stadt. Sehr schön. Und ich sage euch eines jetzt. Kommen hier zu uns Musiker aus der Metropole der guten Laune. In dieser wundervollen Stadt gibt es nicht nur ganz, ganz tolle Menschen, nicht nur viele Freunde, sondern es gibt auch einen sehr berühmten Dom. Von welcher Stadt spreche ich? Köln.
Köln, genau, genau. Und diese Band gehört zu den erfolgreichsten kölschen Kultbands. Und ich freue mich sehr, dass sie uns heute Abend ihren ganz, ganz großen Weltmeister und Partyhit mitgebracht haben. Wenn nicht jetzt, wann dann? Hier sind die Höhner! Kleine Tore, große Männer, das ist der Trend der Zeit. Handball ist der Sport für Kenner, jederzeit zum Wurf bereit. Irgendwann fängt es an und auf einmal läuft das Spiel. Freier Fall und der Ball landet unhaltbar im Ziel. Ist das nicht wunderbar? So werden wunderbar. Trainer, gib uns Kraft. Das kann keiner so wie Heiner. Wir haben's doch schon mal geschafft. Wir wollen viel, haben ein Ziel. Und der Weg dahin ist schwer. Vizemeister waren wir schon. Doch diesmal wollen wir mehr. Ist das nicht wunderbar? So werden wunderbar. Wir kennen euch alle. Wahnsinn. Henning, pass auf, wir freuen uns, dass ihr da seid. Aber wir müssen jetzt ganz kurz eine kleine Geschichte klären. Okay. Also Tapas, die kennt man natürlich hier auf der Insel und überall in Spanien, diese leckeren Vorspeisen, die es hier überall gibt. Ich habe jetzt gelesen, dass es von dir ein Buch gibt unter dem Namen Kölsche Tapas. Ja. Kannst du mir bitte mal erklären, was das ist? Dasselbe wie die spanischen Tapas, nur halt mit kölschen Zutaten. Und oh, einer ist jetzt umgefallen hier. Hannes ist so nett, er ist ein echter Kollege. Natürlich haben wir hier im Schatten der Kathedrale an den Dom gedacht. Und da das Ganze aus Leberkäse ist, und das gibt es nun mal in Köln, haben wir ein Leberkäse-Senf-Dömchen gemacht. Es gibt Leute, die sagen LSD dazu, aber das hat damit überhaupt nichts zu tun. Also ein Leberkäse-Senf-Dömchen, du kannst gerne mal probieren. Ich beiß mal rein, das wird jetzt dann mit dem Singen ein bisschen schwieriger. Aber eine Spitze ist ab. Nicht schlecht, ist gut. Oder? Mhm. Ja. Also Tapas bedeutet immer zwischen zwei Finger nehmen und dann essen können. Und die gibt es ab sofort auch in Köln am Rhein. Sehr lecker, sehr lecker. Ja? Soll ich das abnehmen? Nein, pass auf. Na, pass auf. Also ich muss ja sagen, das ist eine gute Idee, kölsche Tapas. Sehr lecker. Du hast ja auch mal gesagt,
dass Mallorca quasi ein Stadtbezirk Kölns sei. Ja, der südlichste Stadtteil von Köln. Der südlichste. Ist, ja. Okay, dann finde ich, muss aber jetzt auch unbedingt noch ein Hit von euch hierher. Oder? Ja, wir haben ein kleines Problem. Habt schon gemerkt, einer fehlt. Der Jens, ist nichts Schlimmes, aber musste ein bisschen am Knie operiert werden und ist auf dem besten Wege der Besserung. Okay. Ja, machen wir. Oh. Gute Besserung, lieber Jens. Ja. Aber wenn wir jetzt noch ein Stück spielen, brauchen wir noch ein bisschen was musikalische Unterstützung. Er spielt normalerweise Saxophon. Ja. Und bei dem Stück, was wir spielen wollen, könntest du aushelfen? Soll ich mithelfen? Bitte. Also ein Saxophon geht nicht, aber Harmonika kann ich machen. Hol die Harmonika und spiel mit uns. Kann ich. Ich hol die Harmonika dazu. Schenk uns deine Musikalität. Dann schenken wir den Leuten hier unsere Herzen. Schenk mir dein Herz. Los geht's. Und was für ein Publikum, die singen echt alles mit. Wahnsinn. Ja, Jan, und was für eine Kulisse. Das Meer, die Stadt, die Kathedrale. Christoph, das ist ja die Insel der tausend Wunder. Und unser nächster Star hat sie heute schon von oben erkundet. Hier ist Jörn Schlönvogt. Tausend Wunder für mich. Du hast gespürt, wie es um mich steht. Du hast gespürt, dass nichts mehr weitergeht. Hast mich aus der Hölle befreit, mir ein neues Leben gezeigt. Was bedingungslos für mich da, was
das alles hat mir den Verstand geraubt. Doch die ganze Zeit warst du hier, gingst den ganzen Weg mit mir, hast den Glauben niemals verloren und nur durch dich bin ich neu geboren. Du bist tausend Wunder für mich. Dankeschön! Vielen Dank, Palma de Mallorca. Danke, danke, danke. Vielen herzlichen Dank, Jörn Schlönvogt. Also ein Star ist ja immer noch da draußen auf dem Meer unterwegs mit einem Schnellboot, nämlich unser Geheimagent in Sachen Schlager, der Mann mit der Lizenz zum Feiern. Und wir warten natürlich alle gespannt. Wir hoffen, dass er pünktlich hier ankommt. Ich kann schon mal so viel verraten. Er ist nicht Goldfinger, er ist eher Goldstimme. Ja, wenn er heute hier singt, schmelzen die Damen dahin. Und wir werden alle tanzen. Ja? Also die Spannung steigt so langsam. Wir hoffen, wie gesagt, dass er noch rechtzeitig hier ankommt. Aber umso mehr freut es mich, dass sie bereits pünktlich hier zu uns gekommen ist. Die fantastische Maite Kelly! Du tut mir nicht gut. Jemand wie du will doch nur spielen. Jemand wie du wird doch nur lügen. Jemand wie du, yeah, gib es doch zu. Du sagtest nur, sei still, vertraue mir. Es war noch nie so schön wie hier mit dir.
nicht. Vielleicht verzocke ich mich, setz alles auf Rot. Und wenn der Teufel mich holt, die Kugel rollt. Doch ich hab's nicht anders gewollt. Meinte, entspann dich ein bisschen. Alkohol. Und Aspirin. Alkohol, por favor. Ja, sí. Gracias. Oh. Liebe Meinte, wir haben ja alles, was zu einer richtigen Strandparty dazugehört. Also vor allem zwei gut aussehende Männer. Ja. Das glaubt nur ihr. Sehr liebe Meinte, wie war dein Tag auf Mallorca? Super, bis dass die Hose mir jetzt auf der Performance was runtergefallen ist. Nee, war echt mega. Also hier mit euch, mit dieser schönen, ich meine, wir kennen uns ja, wir sind ja Familie. Hier das in Mallorca zu erleben, ist ein tolles Erlebnis. Danke euch dreien dafür. Ihr seid ja die Bengel, die dafür schuld seid. Gerne. Du hast drei Kinder. Wie machst du denn Urlaub? Gibt es auch noch Urlaub mit den Großfamilien? Sagen wir mal so, die drei Mädels sind so schlimm, die sind schlimmer als euch dreien. Ich gehe arbeiten, um mich von den Kindern wieder zu erholen. Ja. Ich kenne. Nach dem Urlaub brauche ich Urlaub vom Urlaub. Okay. Aber ich bin auch gerne Mutter und das Schönste ist, mit den Kindern einfach mal am Strand zu buddeln, zu spielen und das sind die Momente, die bleiben. Ja, dann hast du auch noch einen Mann. Du bist schon seit 11 Jahren verheiratet. Der Papa gehört auch dazu, manchmal. Bist du immer noch verliebt in deinen Mann? Es gibt Tage ja, es gibt Tage nein. Also falls du mal was anderes möchtest. Es reicht, um es auszuhalten. Okay. Nein. Also ganz ehrlich, ich glaube,
ich glaube, ich habe Glück. Ich habe Glück. Bist du ganz, ganz sicher, dass du den richtigen ausgewählt hast? Also im Gegensatz zu euch habe ich Glück gehabt, ja. nein. Wieso, was wolltest du andeuten? Also liebe Maite, wir dachten so, falls du mal was anderes möchtest, wenn du Langeweile hast, wenn du mal richtig ins Zauberland fahren möchtest. Das mit euch. Dann sind wir immer für dich da. Oh. Die Märchenprinzen. Oh. Leider gibt es immer noch viel zu viele Frauen, die nicht erkennen, dass wir Männer in Wahrheit Märchenprinzen sind. Abara, Kadabara. Du glaubst schon lang nicht mehr an Märchen, an Schneewittchen und den ganzen Kram. Doch heute Nacht hast du geträumt von drei Prinzen auf weißen Pferden. Ne böse Fee hat uns verzaubert, komm erlöse uns von ihrem Fluch. Du weißt schon, was passieren muss, drum sag einfach den Zauberspruch. Abara, Kadabara, wir sind die Märchenprinzen aus dem Zauberland. Deine Hand. Oh, Simsalabim und dreimal schwarzer Kater, du bist so verliebt in drei Märchen Prinzen, die es nur in Träumen gibt. Dann nehmen wir dich mit nach Hause, in das Schloss, wo auch Don Röschen wohnt. Wir reiten durch den Zauberwald und beschützen dich vor bösen Geistern. Wenn du mal wieder einsam aufwachst, im Leben nichts mehr weitergeht. Deine Helden, die sind immer da. Schließ die Augen, sag den Spruch nochmal. Abara, Kadabara, wir sind die Märchenprinzen aus dem Zauberland. Oh, die Märchenprinzen, gib uns deine Hand. Oh, Simsalabim und dreimal schwarzer Kater, du bist so verliebt in drei Märchenprinzen, die's nur in Träumen gibt. Abara, Kadabara. Wir sind die Märchenprinzen aus dem Zauberland. Oh, die Märchenprinzen, gib uns deine Hand. Oh, Simsalabim und dreimal schwarzer Kater, du bist so verliebt in drei Märchenprinzen, die's nur in Dankeschön. Dankeschön. Vielen, vielen herzlichen Dank euch. Also, ich muss sagen, wir drei, wir fühlen uns hier auf Mallorca, wir fühlen uns hier in Spanien richtig wohl. Absolut. Und wir freuen uns jetzt sehr, dass ein Star aus Barcelona zu uns kommt. Er wohnt mittlerweile in Berlin, aber ist ein internationaler Star. Genau. Ja, und sein Video zum Song Sophia wurde schon über mehr als 350 Millionen Mal angesehen auf YouTube. Wahnsinn. Also über 350 Millionen Mal angeklickt. Das bedeutet, ja, fast die Hälfte aller Einwohner Europas haben dieses Video angeklickt. Also zumindest rechnerisch. Und er setzt immer wieder neue Maßstäbe. Und wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns diese Strandparty mit uns feiert. Denn was wäre so eine Sommernacht ohne die Hits von Álvaro Soler!
Mafia. Vielen Dank. Buenas noches. Es un placer poder estar aquí en Mallorca, en mi tierra. Gracias. Vielen Dank. Habt ihr Bock auf mehr feiern? Habt ihr Bock auf tanzen? Vámonos, das Animal. Empieza la emoción, noble como un león. Hoy sentirás, recordarás que no hay limitación en tu imaginación. Conviértela en realidad. En mi bandera llevo el alma, amarrada por mi calma. Mi calma eres tú. Contigo me desencadeno, ahora entro en mi terreno y esta lucha te dedicaré. Un besito, buenas noches. Álvaro Soler. Ja, man merkt, die Spanier, die können einfach richtig, richtig feiern. Und deshalb würde ich sagen, feiern wir jetzt alle gemeinsam Spanien. Viva España! Spanien reisen viele Europäer, nur wegen Sonne und Wasser und Wein. Einer später, noch der andere umso eher, fährt Richtung Spanien und packt die Koffer ein. Den Regenmantel lassen wir zu Haus, in Spanien sieht es nicht nach Regen aus. Die Sonne scheint bei Tag und Nacht, viva España. Lachst um 12 aus deinem Fenster,
ja, dann sieht Spanien mehr als verzaubert aus. Denn es reichen dort anstelle der Gespenster die Caballeros mit Gitarre um das Haus. Dann hört man Serenaden überall, so wie auf einem Schlagerfestival. Die Sonne scheint bei Tag und Nacht. Spaß. Und meine Damen und Herren, ist Ihnen die Stimme dieses jungen Mannes hier aufgefallen? Also, das ist Ben Zucker, Ben, und ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Du hast in diesem Jahr gerade dein erstes Album veröffentlicht. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich zum ersten Mal deine Musik gehört habe und dich noch nicht gesehen habe, hätte ich nie gedacht, dass du noch so ein junger Kerl bist. Ja, du hast eine wahnsinnig markante Stimme, eine unverwechselbare Stimme. Und ich glaube, wir alle hier in Palma de Mallorca würden uns jetzt sehr freuen, wenn du vielleicht nochmal deinen ersten Hit für uns singen könntest. Hast du Lust? Na klar. Na klar? Schau mal, wir haben hier eine Gitarre für dich. Und jetzt hören wir den Mann mit der Reibeisenstimme. Er sagt, na klar. Und ich sag, na und, Ben Zucker! Ich war anders als die anderen, passte nicht in deren Welt. Den Traum mal was zu wagen, war das, was mir gefällt. Ihr habt immer gesagt, aus uns wird nichts werden. Ihr habt immer gesagt, am Ende bleiben nur Scherben. Ihr habt immer gesagt, dass unser Plan nicht funktioniert. Ihr werdet schon sehen. Na und, ist mir egal. Meine Liebe, das Chaos war perfekt. Es war nicht immer einfach, das haben wir gleich gecheckt. Ihr habt immer gesagt, aus uns wird nichts werden. Ihr habt immer gesagt, am Ende bleiben nur Scherben. Ihr habt immer gesagt, dass unser Plan nicht funktioniert. Ihr werdet schon sehen. Na und, ist mir egal, was die anderen über uns sagen. Na und, scheißegal, werd ich für immer in meinem Herzen tragen. Denn das ist unser Leben, es ist unsere Zeit. Wenn man nicht drauf hört, dass wir nicht perfekt sind, hat uns nie gestört. Wofür hat man ein Herz, wenn man nicht drauf hört? Na und, scheißegal, was die
Danke sehr. Vielen Dank, Ben Zucker. Ja, und mittlerweile stehen wir hier mit Jörn und Beatrice. Also ihr wisst ja, zu einer richtigen Strandparty gehören auch Spiele. Ja, liebe Spiele spielen. Liebe Jörn, wir wollen mit euch ein spanisches Spiel spielen. Sagt Beñata euch etwas? Ja, absolut, schon mal gehört. Wir haben das schon mal bei GZSZ gespielt. Das haben echt? Also du hast einen Vorsprung. Ja, ich habe einen kleinen Vorsprung, aber ehrlich gesagt, ich habe auch nur zugeschaut. Ich war jetzt nicht derjenige, der mit dem Knüppel geschlagen hat. Also jetzt Knüppel und Schlagen? Ja, warte, okay. warte. Schau mal zu. Wir haben extra für euch diese typische Figuren. Das Einhorn ist ja gebastelt. Magst du die? Ich möchte das. Ja, nimm du die Einhorn. Also tauschen wir. Ah, süß. Kein Problem. Dankeschön. Und also, ich darf auch dich treffen, Jan? Nee, natürlich nicht. Na schau. Ich habe hier... Dich wollte ich mal schon längst mal in den Arsch. Und ihr müsst... So. Also einfach draufhauen, bis die Süßigkeiten, die wir da drin versteckt haben... Oh, das ist lecker. ...rausfahren. Aber... Was es schwierig macht, wir verbinden euch dafür die Augen. Ah. Ja, wir haben einen Assistent. Wo ist er? Da ist er schon. Ach, das ist jetzt mein Auftritt, Beatrice. Das ist mein Auftritt. Okay. Jetzt kommt ihr mal zu uns hier hoch. Wir gehen auf diese Plattform, damit hier nichts passiert. Schau, ich habe hier so eine Augenbinde für euch. Moment. Also so schlecht sieht ihr jetzt auch nicht aus, dass man mit den Augen verbindet. Jetzt wäre natürlich ein guter Zeitpunkt, um sich gegenseitig zu treffen. Ja? Hier kann man alles mal auslassen. Kommt mir bloß nicht so nah. Moment, wir machen diesen Sehtest. Ja, ja, das funktioniert. So, jetzt pass auf. Ihr müsst jetzt schlagen, aber pass bitte auf, dass ihr niemanden trefft. Ja. Ich gehe mal mit dir ein bisschen hier rüber. Jörn, du hast hier deine Position. Oh, okay, Moment. Ihr seid startklar? Ja. Jetzt. Okay, dann sage ich Achtung, fertig, los geht's. Oh, Beatrice trifft gut. Aber oh, was? Oh, 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 die ist ganz schön aggressiv. Böse. Moment. Pass auf. Die ist aggressiv? Ja, ja, die haut richtig zu. Wie machst du das zu Hause, Beatrice? Hey, jetzt komm! Nein, das Pferd ist abgerissen, aber die Süßigkeiten sind noch nicht da. Ah. Warte, Vorsicht, jetzt erwischst du den Jan bestimmt. Okay, komm, jetzt hau drauf! Boah, das geht schwer. Ja, wir haben einen Gewinner, das ist schon fertig. Oh. Mein Gott! Herzlichen Glückwunsch, Beatrice! Oh, die ist gefährlich, Jan. Pass auf. Süßigkeiten für alle Kinder. Ja, Süßigkeiten für alle. Also Beatrice, du hast zumindest gewonnen. Ja. Lass mich in Ruhe jetzt. Kann ich aufhören? Du hast dich auch sehr gut geschlagen. Ja? Das nehme ich jetzt mit nach Hause, ist ja klar. Das darfst du mitnehmen, genau. Sag mal, seid ihr eigentlich so wie wir Club 3, große Fans von das ESC? Ja, absolut, ja. Klar, versteht sich von selbst. Du? Ja, wir Schweizer sind das auch mit unserem kleinen Land immer vertreten, aber wie das so ist, nicht immer vorne mit dabei, ne? Naja, da seid ihr in Deutschland definitiv besser dran. Ja genau, aber zumindest unsere nächste Gast ist untrennbar verbunden mit dem ESC. Es wird schon applaudiert. Sie wird uns jetzt mitnehmen auf eine Reise durch die Geschichte des ESC. Also eine kleine Reise. Und ich rede natürlich von ESC-Gewinnerin Nicole! Vielen Dank, aber schwer. Und nichts auf der Welt kann diesen Traum zerstören. Wir schweben so leicht wie die Vögel, ich spüre schon den Rückenwind. Wir fliegen der Sonne entgegen, bis wir nicht mehr zu sehen sind. Dankeschön.
Dankeschön. Herzlich willkommen, Nicole. Liebe Nicole, schön, dass du heute mit uns hier auf Mallorca diese Club-Freistrandparty feierst. Ja. Und du hast auf deinem aktuellen Album 12 Punkte die Siegersongs der ESC-Geschichte neu aufgenommen. Und auf diesem Album gibt es natürlich auch den legendären Titel Fly on the Wings of Love von den Olsen Brothers. Ja. Und ich habe gehört, dass euch eine besondere Beziehung verbindet. Stimmt das? Ja, das stimmt. Also als ich die beiden Brüder zum ersten Mal beim ESC auf der Bühne auftreten habe sehen, habe ich sofort gesagt, wow, die werden gewinnen. Und ich habe sie dann später kennenlernen dürfen. Und ja, es ist eine wahnsinnig tolle, innige Freundschaft entstanden zwischen uns. Und ich mag die beiden, ich liebe sie einfach, die beiden. Ja, und wir freuen uns jetzt sehr, dass du heute Abend nicht nur dieses legendäre Lied mitgebracht hast, sondern auch die beiden mitgebracht hast. Meine Damen und Herren, das ist ein Stück Musikgeschichte. Also freuen Sie sich auf Nicole und die Olsen Brothers mit Fly on the Wings of Love. Viel Spaß! Reaching the stars above, touching the sky. Vielen herzlichen Dank, Nicole und die Olsen Brothers. Was für eine schöne Strandparty. Wir feiern ja heute Abend alle gemeinsam die Schlager am Meer. Ja, und auch unser Publikum heute Abend ist sehr prominent besetzt. Wir freuen uns sehr, dass hier zum Beispiel Uwe Busse mit seiner Frau bei uns zu Gast ist. Hallo ihr Lieben, grüß euch, servus. Oh, die Frau hat sich auf der anderen Seite versteckt, aber die ist auch da. Dann habe ich hier ein kölsches Urgestein, mein Freund Peter Brings, der Chef von Brings. Ich freue mich total, dass du da bist, Peter. Super schön. Und hier sehe ich lauter Freunde, bekannte Gesichter. Und ich sehe aber auch Sportlerinnen, ganz erfolgreiche. Komm mal mit. Einmal ganz kurz. Meine Damen und Herren, hier ist unsere erfolgreichste Schwimmerin, Franziska von Almsig. Schön, dass du da bist, Franzi. Dankeschön. Geht's dir gut? Ja, sehr gut. Du feierst ein bisschen? Absolut. Bist du schon in Stimmung? Natürlich. Stimme ist auch gut geölt? Perfekt. Kannst du mitsingen mit uns? So ein bisschen, textsicher. Ja. Okay. Ich hab geübt. Du hast geübt, okay. Also dann lassen wir uns gleich überraschen. Wir haben ein paar romantische Lieder dabei. Und ich freue mich aber auch, dass eine Sportlerkollegin heute noch bei uns ist, nämlich die, ja, unsere beste Tennisspielerin, unsere Nummer 1, Angelique Kerber. Herzlich willkommen, Angelique. Freue mich total. Geht's dir gut? Mir geht's gut, also ich genieße das. Ich feiere mit euch heute. Das ist schön. Du bist heute auch mit Freunden, mit deiner Schwester da und wir freuen uns sehr. Ich hoffe, du tanzt jetzt gleich ein bisschen mit uns. Es wird jetzt nämlich sehr, sehr romantisch. Ja? Mach ich auf jeden Fall. Okay, also wir lassen uns überraschen. Wir kommen gleich mal wieder vorbei. Jungs, was ist denn eigentlich für euch so das Schönste bei einer Party am Meer? Ja, das Meer natürlich. Und die Musik und die Stimmung. Ja. Ein bisschen Romantik. Und Romantik und Liebe und Schlager passt einfach, ja, das passt sehr gut zusammen. Und das wollen wir jetzt nämlich beweisen. Liebe Paare hier im Publikum, während wir jetzt hier oben gleich ein paar romantische Schlager singen, wird es für euch hier ein bisschen gefährlich. Für alle Paare. Es ist jetzt gleich unsere Kisscam hier im Publikum unterwegs. Wenn also plötzlich eine Kamera vor euch steht, dann küsst bitte nur den Menschen, dem euer Herz gehört, ja? Zeigt der ganzen Welt, wie romantisch so ein Sommerabend hier auf Mallorca sein kann. Denn das achte Wunder dieser Welt, das ist die Liebe. Hakt euch ein, los geht's! Es darf geküsst werden, ne? Es darf. In Ägypten, da stehen Pyramiden. Ein Koloss stand auf Rhodos aus Stein. Damals wurde Geschichte geschrieben, jedes Werk sollte unsterblich sein.
Man hat riesige Tempel gebaut, aber nie in die Seelen geschaut. Das achte Wunder dieser Welt ist die Liebe. Nur die Liebe kann so ein kleines Herz reparieren, weil sie für uns vom Himmel fällt. Es gab Gärten so schön wie in Eden, es gab leuchtende Türme am Meer. Wer sie sah, ist heute nicht mehr am Leben, es ist alles unendlich lang her. Aber eines bleibt immer bestehen, es ist da und wird niemals vergehen. Das achte Wunder dieser Welt ist die Liebe. Nur die Liebe kann so ein kleines Herz reparieren, weil sie für uns vom Himmel fällt. Sie ist selten und doch überall. Das achte Wunder dieser Welt ist die Liebe. Nur die Liebe kann so ein kleines Herz reparieren, weil sie für uns vom Himmel fällt. Viel Konfetti hab ich dabei, wir feiern Party, nur wir zwei. Willst du heute tanzen, so richtig tanzen? Und dann gibt es kein Zurück, denn ich zieh dich einfach mit. Überall ist Dancefloor und ein Mega. Komm, lass mich deinen Herzschlag spüren. Mein ganzes Herz, es tanzt mit dir. Es macht du, 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 die du da, du, 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 die du. Wir sind hemmungslos, das tut gut. Wenn wir so tanzen, mal richtig tanzen. Nur der Himmel schlägt uns den Takt und wir hören den Song, der uns packt. Wenn wir so tanzen, mal richtig tanzen. Komm, wir klettern auf die Box,
wir sind wieder Disco Fox. Das Konfetti fliegt im Wind und alle singt. Komm, lass mich deinen Herzschlag spüren. Mein ganzes Herz, es tanzt mit dir. Es macht du, 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 die du. Dankeschön! Vielen Dank! Vielen, vielen herzlichen Dank! Ach, also Jungs, ich habe es ja gesagt, also Liebe passt perfekt zu Schlager. Ja, aber unerfüllte Liebe passt auch perfekt zu Schlager. Ja, das stimmt. Denn unser nächster Star, der singt so herrlich von der Sehnsucht. Ja, hier ist Nino De Angelo. Ich sterbe nicht nochmal. Und wir sehen ihn nachher noch mal wieder hier bei unserer Strandparty. Wir freuen uns, Nino. Ja, wir warten ja noch auf jemanden. Wir warten noch.
Wir warten noch auf jemanden, ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Wir warten nämlich noch auf unseren Geheimagenten in Sachen Schlager. Ja, der Mann mit der Lizenz zum Feiern. Wer ist nun dieser mysteriöse Star da draußen auf dem Meer? Also, ich weiß es nicht. Wir werden auf jeden Fall noch mit ihm feiern, so viel steht fest. Ja? Und wir hoffen natürlich, dass er heute Abend überhaupt noch rechtzeitig zu uns kommt. Aber Jungs, bei James Bond gibt es immer die berühmte Bond-Girls. Vielleicht können wir ihn anlocken. Anlocken, das ist gut. Ja, anlocken wäre gut und ich glaube, wir haben auch die perfekte Frau dazu. Nämlich unser Sommerstrand-Girl, Anna Maria Zimmermann. Sie war in letzter Zeit oft in den USA unterwegs und hat dort an der Westküste sich ein bisschen inspirieren lassen zu einem wunderbaren Song, Himmelblaue Augen. Und dieses Lied passt genau hierher, zu uns an den Strand, ans Meer. Viel Spaß mit Anna Maria Zimmermann. Ich weiß noch heute, wie es geschah. Dieses Gefühl, als ich dich sah, es war das erste Mal, ich hatte keine Wahl, sowas hatte ich vorher noch nie gesehen. Dieses ist kaum zu glauben, Mallorca ist einfach wunderbar. Dankeschön! Vielen Dank, Anna Maria Zimmermann. Wissen Sie, was irgendwie auch zu jeder Strandparty dazugehört? Die Sonne geht unter, die Nacht beginnt so langsam und plötzlich holt irgendjemand ein Musikinstrument raus, eine Gitarre oder zum Beispiel eine Mundharmonika
irgendein anderer fängt an zu singen. Also ich finde, das ist so richtig sommerliche Romantik, oder? Und Simone und Charlie Brunner haben genau das mitgebracht. Eine Mundharmonika, einen tollen Titel und eine Menge sommerlicher Romantik. Viel Vergnügen. Blue, Blue, Blue Johnny Blue. Johnny Blue. Charlie und ich, wir sind schon auf so vielen Bühnen gestanden, aber heute, dieser Abend hier bei euch, diese herrliche Sommernacht, das ist für uns beide auch wie ein Urlaub. Du hast recht, wie ein Urlaub. Ja. Und ich glaube, wir haben heute das Große losgezogen. Das ganze Leben ist ein Jahrmarkt mit Riesenrad und Achterbahn. An jeder Ecke winkt das große Glück. Überall locken Gewinne und du kannst sie alle haben. Verschenk dein Herz, du kriegst es tausendmal. Das große Los im Leben ist die Liebe. Versuch dein Glück, was kannst du schon verlieren? Das große Los.
Frank Simone und Charlie Brunner. Danke euch. Also Flo, wir müssen mal kurz mit dir reden. Mit mir reden, ja, gerne. Du hast nämlich in diesem Jahr jemandem deine Liebe gestanden. Und das war nicht Helene. Was habe ich? Ja, Flo, ich habe es auch gehört. Du hast gesagt, wenn Musik nicht meine erste Liebe geworden wäre, dann wäre es... Ja, Moment. Dann wäre es dieses Schiff geworden. Ja, aber ich habe mich tatsächlich so ein bisschen verliebt in ein Schiff. Nicht in irgendein Schiff, sondern in das legendäre Traumschiff. Denn wir drei dürfen ja in diesem Jahr zum ersten Mal überhaupt als Band bei dem legendären Fernsehschiff mitmachen. Wir durften ja eine kleine Rolle übernehmen. Wir waren drei Crewmitglieder und das war für uns wirklich eine große Ehre und ein großes Abenteuer auf dem Traumschiff. Unendlich weit lag der Ozean weit vor uns im Sonnenlicht. Unendlich weit und azurblau, so schien uns der Himmel, das vergess ich nicht. Unendlich weit am Rande dieser Zeit, die Wellen rauschen an der Erde. Weiße Strände und die Nacht im silbernen Sternenschein. Schwebend und leicht, so weit die Sehnsucht reicht. Ich schließ die Augen und ich tauch noch einmal ein. Wenn das Man muss natürlich nicht unbedingt in Urlaub fahren mit dem Schiff. Nein, man kann auch fliegen. Also heben wir ab und starten wir durch mit Flieger und Nino D'Angelo. Du und ich, wir sind so hoch geflogen vor gar nicht langer Zeit. Ein Flugzeug voll mit jungen Träumen stand für uns bereit. Das mit uns war so groß, wir eroberten den Himmel. Warum ließt du mich nur los, ohne Fallschirm in der Nacht? Ich hab Flieger waren, du gehst nicht raus aus meinem Herzen.
Leben zum Flug ins Abendrot. Würde gern nochmal mein Herz riskieren, sogar bis in den Tod. Das mit uns war so groß, sowas gibt es nur noch selten. Werden wir nur einmal noch auf den Wolken uns verlieben. Ich hab die Zeit nie ganz vergessen, als wir noch Flieger waren. Du gehst nicht raus aus meinem Herzen. Ich denk nur noch daran. Du hast oft gesagt, wir sind stark. Ganz vergessen, als wir noch Flieger waren. Nino De Angelo! Flo! Dieses Lied ist einfach immer wieder schön. Und auch super. Ich meine, ich habe damals den 14. Platz gemacht. Ja. Ne? Wenn wir uns die letzten 3 Jahre angucken. Du. Verdammt gut. Sehr, sehr gut. Einfach ein toller Song. Und weißt du was? Ja. Nino, ich würde gerne, dass du noch ein Lied singst und vielleicht hast du Lust, dieses Lied gemeinsam mit Club 3 und den Künstlern des Abends zu singen. Was meinst du? Es gibt ein Lied von dir, das ist mittlerweile zu einer Hymne geworden. Okay. Ja, und dieses Lied, glaube ich, singen wir jetzt einfach alle gemeinsam hier in Palma de Mallorca. Seid ihr dabei? Wow. Nino. Ich finde das geil, ja. Jenseits von Eden, Nino De Angelo. Wow. Wenn selbst ein Kind nicht mehr lacht wie ein Kind, dann sind wir jenseits von Eden. Wenn wir nicht fühlen, die Erde, sie weint wie kein anderer Planet, dann haben wir umsonst gelebt. Wenn eine Träne nur Wasser noch ist, dann sind wir jenseits von Eden. Wenn man für Liebe bezahlen muss, nur um einmal zärtlich zu sein, dann haben wir umsonst gelebt. Lass uns jeden Tag das Leben endlos spüren und uns niemals unsere Ehrlichkeit verlieren. Wenn uns gar nichts mehr zusammenhält, verlicht vielleicht das letzte Licht der Welt. Wenn unser Glaube nicht mehr siegen kann, dann sind wir jenseits von Eden. Wenn jede Hoffnung nur ein Horizont ist, den man niemals erreicht, umsonst gelebt.
jetzt, meine Damen und Herren, jetzt ist es Zeit für die große Audienz, denn der König von Mallorca ist da. Also, huldigen wir seiner Schlagermajestät und zurück. Und eine kleine Drehung. Aus Ilias Taverne. Private Feier stand dort an der Tür. Ich hörte Gläser klingen, Menschen lachen. Und dann drang dieses Lied hinaus zu mir. Einmal links, einmal rechts, einmal vor und zurück. So ist der Lauf der Welt. Das Leben tanzt, zier Taki. Auf die Liebe, die Hoffnung, den Wein und das Glück, das uns zusammenhält. Das Leben tanzt, zier Taki. Und wir liegen uns als Freunde in den Armen. Denn für eine Nacht, da sind wir alle gleich. Zurück und alles ist Musik. Das Leben tanzt, zier Taki. Es packte mich, verschlug mir fast den Atem. Ach, wie viel Wahrheit steckt in einem Lied. Die Tür ging auf und Ilias rief: Hey Leute! Das ist mein Freund, komm rein und feier mit. Einmal links, einmal rechts, einmal vor und zurück. So ist der Lauf der Welt. Das Leben tanzt, zier Taki. Auf die Liebe, die Hoffnung, den Wein und das Glück, das uns zusammenhält. Das Leben tanzt, zier Taki. Alles ist Musik. Das Leben tanzt, zier Taki. Einmal links, einmal rechts, einmal vor und zurück. So ist der Lauf der Welt. Das Leben tanzt, zier Taki. Auf die Liebe, die Hoffnung, den Wein und das Glück, das uns zusammenhält. Das Leben tanzt, zier Taki. Und wir liegen uns als Freunde in den Armen. Denn für eine Nacht, da sind wir alle gleich. Einmal links, einmal rechts, einmal vor und zurück. So ist der Lauf der Welt. Das Leben tanzt. Zusammenhält.
das war eine XXL. Wahnsinn! So tanzt die Insel Sirtaki. Vielen Dank euch. Ach, jetzt brauche ich aber einen Cocktail. Ja, ja, aber pass auf. Jetzt machen wir erstmal, jetzt sagen wir erstmal an den Künstlern, über den wir uns sehr freuen. Denn ich muss sagen, wenn der Schlager ein Schiff wäre, dann wäre er definitiv der Captain. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Also wir würden sofort bei ihm an Bord gehen. Absolut. Der Mann hat selbst bei jedem Wetter an der Schlager geglaubt. Ja, auch in stürmischsten Zeiten hat er immer an den Schlager geglaubt. Und wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns ist. Hier ist Olaf! Siehst du unser Schiff, das dort im Hafen liegt? Und kannst du so wie ich das Fernweh spüren? Lass uns zwei die Segel setzen, rein ins Paradies. Über Wellen schweben, lass dich entführen. Komm mit an Bord, dein Kapitän will dich wieder wunschlos glücklich sehen auf unserem Traumschiff. Das Glück beginnt. Komm mit an Bord, hinaus aufs Meer, ganz einfach nur der Freiheit hinterher. Schneeweiße Segel im Sommerwind. Mit dir um die Welt, das wäre mein größter Traum. Mal einfach raus, es gibt zu viel zu sehen. Zu geheimen Inseln, irgendwo im Ozean. Beim Abenteuerland vor Anker gehen. Komm mit an Bord, dein Kapitän will dich wieder wunschlos glücklich sehen auf unserem Traumschiff. Das Glück beginnt. Komm mit an Bord, hinaus aufs Meer, ganz einfach nur der Freiheit hinterher. Schneeweiße Segel im Sommerwind. Vom Hafen in Piräus bis nach Sansibar, dein Steuermann macht tausend Träume wahr. Komm mit an Bord, dein Kapitän will dich wieder wunschlos glücklich sehen auf unserem Traumschiff. Das Glück beginnt. Komm mit an Bord, hinaus aufs Meer, ganz einfach nur der Freiheit hinterher. Schneeweiße Segel im Sommerwind auf unserem Traumschiff, wo das Glück beginnt. Vielen lieben Dank, Olaf! Olaf, komm zu uns. Schön, dass du da bist. Lieber Olaf, wir wollten es endlich wissen. Wie macht Olaf eigentlich Urlaub? Ja, also ich mache Urlaub, indem ich durch die Welt fahre, vielleicht auf dem Kreuzfahrtschiff. Und das macht einfach Spaß. Das nächste Mal mit euch, gell? Dann geben wir Gas. Das wäre nicht Olaf, pass auf, wir möchten ja wissen, was du auch in den Urlaub mitnehmen würdest. Deswegen haben wir hinter Jan und Christoph ein paar Utensilien aufgebaut. Hier sind ganz schöne Utensilien. Und du darfst dir jetzt mal drei aussuchen. Also wenn du die Wahl treffen müsstest, welche Sachen würdest du mit in den Urlaub nehmen? Also zuerst mal natürlich den Tennisschläger, so als Tennisspieler, also Nummer eins. Du bist ja ein begnadeter Tennisspieler, ja? Sehr, sehr gut. Ich habe schon viel verlernt, gell? Aber es klappt. Jetzt als nächstes vielleicht hier, so diese Taucherbrille mit Schnorchel, meine Brüder und Schwestern unter Wasser die Delfine besuchen, gell? So ist klasse, würde ich mal sagen. Und dann, dass ich nicht untergehe, diese Schwimmflügel. Genau. Sehr gut, sehr gute Wahl. Also das ist, klingt alles vernünftig, aber wir haben noch einen Wunsch, Christoph, stimmt's? Ja, wir haben noch einen Urlaubswunsch und du kannst die vielleicht erfüllen. Also Olaf, wenn wir schon mal hier auf Mallorca sind, auf unserer Strandparty, wäre es nicht schön, wenn wir drei zusammen mit dir
einmal die legendären Hits der Flippers singen. Das wäre das Größte. Natürlich machen wir das. Okay. Hast du Lust? Ja, na selbstverständlich. Auf geht's. So, okay, pass auf, dann machen wir es so. Jungs, wir bereiten uns kurz vor. Und ich freue mich jetzt sehr auf eine Künstlerin, die perfekt hierher zu unserer Strandparty passt. Denn sie ist zauberhaft, sie ist traumhaft, sie ist märchenhaft. Und sie ist ganz einfach die Frau für diese wunderschönen Sommernächte. Hier ist Una. Eilt herbei, seid unsere Gäste naht.
wenn bei 20 Knoten eine Frau dich küsst. Ei, 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 Herr Kapitän, so eine Seefahrt macht das Leben schön. Auf jedem Deck weit über 100 Frauen, euer Hotel rund und Kaffee braun, euer Hotel rund und Kaffee braun. Vielen herzlichen Dank, Olaf! Es war uns eine große Ehre, mit dir diese legendären Hits zu singen. Vielen Dank, Olaf. Schön, dass du heute bei uns bist. Danke dir. Und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt ist es soweit. Unser Geheimagent in Sachen Schlager, der Mann mit der Lizenz zum Feiern, wird jetzt gleich hier bei uns auf der Bühne stehen. Er fährt gerade hier in den Hafen ein und dieser Mann ist wirklich ein Künstler mit einer unverwechselbaren Stimme. Er ist eine Schlager-Ikone. Trotzdem hat er sich jetzt aber nochmal ganz neu erfunden. Denn er kann nicht nur Romantik, nein, er kann auch Party. Und das wird er uns jetzt zeigen. Denn so viele Beats in der Minute wie jetzt gab es von ihm noch nie. Meine Damen und Herren, hier ist unser Geheimagent in Sachen Schlager, der Mann mit der Lizenz zum Feiern. Hier ist der fantastische Semino Rossi! Gestern noch Anfang 30, wie die Zeit vergeht. Plötzlich dann Mitte 40, um so viel erlebt. Heute steht da die 50, sag mir, wo nur die Zeit blieb. Doch ich liebe das Leben wie noch nie. Wir sind im Herzen jung, unsere Zeit ist noch längst nicht gut. Leben, jeden Atemzug. Gott, wo bleiben die Jahre? Die ersten 2 Gramm Haare. Doch ich liebe das Leben wie noch nie. Wir sind im Herzen jung, unsere Zeit. Muchas gracias. Dankeschön. Eine wunderschöne guten Abend, meine Damen und Herren. Und ich möchte bei dir, Florian, bei dir, Jan und bei dir, Christoph und diesem wunderschönen Publikum mich bedanken, dass ich heute hier bin.
sein Teil tun. Danke. Vielen Dank. Und jetzt singen wir gemeinsam Könige die Sonne. Ich sehe die Sonne, Sonne in deinen Augen untergehen. Bonita Reina, Bonita Reina, schöne Königin. Und mit meiner Gitarre werd ich dir die Sehnsucht gestehen. Bonita Reina, Bonita Reina, diese Nacht ist schön. Ich schreib ein Liebeslied, eine Traummelodie für die Königin des Sommers. Denn so schön wie du bist, eine Perle aus Licht, das bist du, ja, das bist du. Sommerwind und die Küsse auf deiner Haut. Bonita Reina, Bonita Reina, schöne Königin. Ich hab dir mein Leben, meine Zärtlichkeit anvertraut. Bonita Reina, Bonita Reina, diese Nacht ist schön. Ich schreib ein Liebeslied, eine Traummelodie für die Königin des Sommers. Denn so schön wie du bist, eine Perle aus Licht, das bist du, ja, das bist du. Ich trag dich auf Händen in den Himmel hinein, meine Königin des Sommers. Du bist mein Sternenlicht, bist mein schönstes Gedicht. Bei Tag und Nacht, bei Tag und Nacht. Vielen, vielen Dank, muchas gracias. Meine Damen und Herren, Semino Rossi! Dankeschön, muchas gracias. Lieber Semino, wir freuen uns sehr, dass du heute mit uns hier auf Mallorca feierst. Vielen, vielen herzlichen Dank. Danke, danke für deine Einladung, Florian. Wir freuen uns, wirklich. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber wir drei singen den ganzen Abend jetzt schon immer wieder: Oh, wie ist das schön. Oh, wie ist das schön. Genau, und deswegen singen wir doch jetzt einfach alle gemeinsam. Lasst uns diesen Moment genießen. Lasst uns diesen Moment besingen, auf dass diese Nacht nie enden möge. Oh, wie ist das schön. Los geht's. So was hat man lange nicht gesehen, so schön,
Herren, das war unsere Club 3 Strandparty auf Mallorca. Wir hoffen, Ihnen hat den Tag hier auf Mallorca mit uns gefallen. Ja, und wir bedanken uns natürlich ganz herzlich fürs Zuschauen und fürs Mitfeiern hier in Palma de Mallorca. Es war uns ein Fest und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tun Sie mir bitte den Gefallen, bleiben oder werden Sie gesund. Servus, Ihr Florian Silbereisen. Tschüss, auf Wiedersehen!